Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und unserer Einladung gefolgt sind. Für diejenigen unter Ihnen, die mich nicht kennen, ich bin seit Anfang dieses Jahres der alleinige Gesellschafter von Lenzweine. Und nachdem wir ja im vergangenen Jahr einige tiefgreifende Veränderungen in diesem Unternehmen hatten und dadurch die Signale aus dem Markt, dass da doch etwas Unruhe entstanden ist, die haben wir sehr wohl vernommen und haben uns daher entschlossen, einmal Ihnen unsere Strategie darzulegen und Ihnen zu erklären, wo wir hinwollen. Ich persönlich fühle mich dem Unternehmen sehr verpflichtet. Ein Unternehmen, was seit 1820 existiert und wie gesagt jetzt schon seit 30 Jahren, über 30 Jahren bei uns im Familienbesitz ist, da hängt einfach sehr viel Herz dran. Veränderungen im Markt durch die Digitalisierung und das oft gebrauchte Wort Disruption, das wird unsere Branche in einer atemberaubenden Geschwindigkeit erfordern, 100% überzeugt. Und Herr Hartmann hat jetzt in den vergangenen 9 Monaten begonnen, unser Unternehmen etwas umzukrempeln. Das bedeutet eine völlig neue Sicht der Dinge. Jetzt übergebe ich das Wort Herrn Hartmann. Er wird Ihnen erzählen, wie weit wir bisher gekommen sind und was wir noch vorhaben. Vielen Dank. Ich sage auch erstmal guten Tag. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das bewältigt uns schon fast ein bisschen, dass so viel Interesse für Getränkehandel und Digitalisierung vorhanden ist. Sie haben gehört, der Nanz hat uns das Thema Digitalisierung auf die Fahne geschrieben. Er ist Eigentümer des Unternehmens. Ich bin Geschäftsführer seit dem 1. Mai 2016. Was verstehen wir als Benzweine unter dem Thema Digitalisierung? Weil Sie müssen keine Angst haben, wir fahren weiter Getränke zu unseren Kunden. Wir können das Produkt nicht digitalisieren und wir werden weiter ein Getränkelieferant bleiben, der Kisten im Lager hat. Wir möchten den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handels stellen. Das soll heißen, wir denken aus Sicht des Kunden. Digitalisierung ermöglicht uns halt eben die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse, die Sie alle wirklich haben, besser zu befriedigen, weil wir können herausfinden, was wollen denn die Menschen eigentlich, wenn die abends beispielsweise in den Club gehen oder wenn sie in ein Restaurant gehen, ein Gläschen Wein trinken, ein paar Passwörter, Supply Chain Management, also wie können wir unsere Abläufe vom Einkauf, also der Warenbewegung über unser Lager, wir haben im Prinzip als Benzweine die komplette Wertschöpfungskette in unserer Hand. Das heißt, wir können Ware bei Ihnen abholen, wir verbringen sie in unser Lager, wir räumen sie dort ein, wir kommissionieren sie dort wieder raus, verbringen sie am Schluss zum Kunden und kassieren dann, wenn es sein muss, dort auch noch bar das Geld. Das nächste Thema Omnichannel ist vielleicht auch in aller Munde. Was bedeutet Omnichannel? Es ist im Prinzip nichts anderes, als dass wir versuchen wollen über alle Kanäle, das heißt also nicht nur den Online-Shop, sondern auch entsprechend beispielsweise über Fax oder Telefon bei unserem Kundenservice Informationen über unseren Kunden, das Kaufverhalten zu bekommen. Wann schicken zum Beispiel Kunden uns Faxe? Um welche Uhrzeit? Wann wäre es für uns gut, wenn wir vielleicht jemanden am Telefon hätten? Weil bei einem Mitbewerber kann man vielleicht um 4 Uhr in der Früh anrufen und er bringt dann noch schnell 3 Flaschen Wein, die ihm ausgegangen sind. Bei uns geht da der Anrufbeantworter hin. Klar, Customer Relationship Management, die auch gekürzt CRM, das bedeutet einfach das Management unserer Kundenbeziehungen. Also auch hier wieder, wann bestellen Kunden, wie häufig bestellen Kunden, welches Sortiment bestellen Kunden, was gibt es für Probleme, kommen die vom Außendienst zurück, kommen die von den Fahrern an uns zurück, wie sammeln wir diese Daten? Das ist was anderes, wenn ich mit den Kollegen hier mittwochs beim Frühstück sitze. Und der Fahrer ist mir, gestern war ich beim Kunden XY und ganz nebenbei, der hat da unten Wein im Keller stellen, den wir auch haben, aber ich trage da nur Wasser und Cola runter. Das ist eine Information, die kommt an mich, wenn die aber nicht irgendwo, ich sag mal, digital vorhanden ist, dann weiß ich das, aber
wie gesagt, wir können sie nicht auswerten. Mobile Applications, auch da wollen wir natürlich gucken, dass unsere Kunden online bestellen können. Ich habe es vorher schon gesagt, das, was hier auf dem Handy nicht funktioniert, das wird morgen nicht mehr präsent sein, weil jeder, der Kinder hat, wie gesagt, glaube ich, weiß, was die nachfolgende Generation so mit den Geräten alles treibt. Digitalisierung im Großhandel. Und zwar über welche Absatzkanäle laufen denn Getränke und wie verkaufen wir heute? Heute ist viel eben über den Fachhandel, viel eben über Gastronomie etc. Aber wie Sie sehen, der Umsatzanteil von E-Commerce im Großhandel mit Getränken, wir haben leider nur Daten bis 2014, aber Sie sehen, 2012 war da noch gar nichts. Also Non-Event. Und von 2012 auf 2013 sehen Sie, was da passiert ist. Und das meinte der Herr Nanz vorher mit disruptiv. Sie sehen, da ist schon irgendwer, und Sie alle gehören da wahrscheinlich mit dazu, aktiv. Weil Sie alle verkaufen mittlerweile über Amazon, über Ihre eigenen Online-Shops. Und Sie alle, denke ich, merken, wie dieses Thema E-Commerce langsam an Fahrt aufnimmt. Und das eben auch in der Getränkebranche. Interessant dabei ist, wer macht denn in diesem ganzen E-Commerce-Bereich, über den die Getränke so fließen, den größten Umsatz? Und da sehen wir auch ganz deutlich, die Firma Amazon ist mit knapp 210 Millionen Euro im letzten Jahr, 2016, der Platzhirsch, gefolgt von Havesco. Und Sie alle, glaube ich, kennen Havesco. Die beschäftigen sich mal wirklich nur mit dem Thema Getränke. Da gibt es nichts anderes. Und die sind der zweitgrößte und machen ungefähr 150 Millionen Umsatz im Bereich der Getränke. Und ich kann Ihnen versichern, Amazon macht garantiert nicht mit der Lieferung von Tomaten und Gurken und Karotten das Hauptgeschäft, sondern auch mit Getränken. Wir haben schon das Problem, dass wir feststellen, dass beispielsweise unsere Wirte, die einen Großteil unserer Kundschaft ausmacht, die gehen halt abends, wenn sie fertig sind, an die Kühltheke, machen die Schublade auf, sagen, ah ja, da fehlen drei Flaschen von dem Wein, eine Flasche von der Spirituose, vom Wasser fehlen mir so und so viel. Naja, und dann bestellen die das und wollen am nächsten Tag einfach mit einer vollen Kühlung oder einem vollen Lager wieder weiterarbeiten. Und man sieht sehr deutlich, dass die Bestellungen immer kleinteiliger werden. Das heißt also, man bestellt jetzt nicht mehr für 500 Euro, für 1000 Euro an einem Tag, sondern man bestellt halt ad hoc, ah, das ist gerade aus, ich brauche was, also her damit, ich rufe da schnell an oder in dem Fall bei Amazon, ich gebe es schnell auf meinem Handy ein und innerhalb von 2 Stunden, zum Beispiel in München und Berlin, ist die Ware beim Kunden. Was soll einen Wirt abhalten davon, bei Amazon zu bestellen, wenn der innerhalb von 2 Stunden, ich sage jetzt mal 20, 30 oder 100 Getränkeflaschen direkt zum Kunden bringt? Da muss man sagen, da ist Amazon sicherlich besser aufgestellt als wir. Und die können, ich sag mal, mehr Getränkekisten schubsen, als wir es wahrscheinlich je können. Und wir müssen uns da einfach warm anziehen. Also Sie, wir. Eigentlich der ganze Handel. Web-Social-Media-Analysen, wir können uns anschauen, jetzt, das ist eher wahrscheinlich im Bereich der Clubs und Diskotheken, wie viele Leute kommen denn an einem Abend, wenn der DJ X spielt und wie viele Leute kommen denn, wenn der DJ Y spielt. Wir können also diese Daten aus Facebook abgreifen, wir können gucken, was passiert da auf Facebook, wie viele Leute registrieren sich für irgendwelche Veranstaltungen etc. und können das wiederum dann mit den Getränkeabsatzdaten kontrollieren. Das war das Thema Big Data, das ich vorher angesprochen habe. Genau. Wir können natürlich auch eine Kundenverhaltensanalyse machen, nämlich wie verhalten sich die Menschen in einem Gastronomieobjekt? Wann kommen die? Wann gehen die? Wie lang bleiben die? Was konsumieren sie in dieser Zeit? Und auch das ist eine Möglichkeit, über In-Store-Tracking entsprechend Daten zu generieren und die dann eben mit Getränkeabsatzzahlen zusammenzubringen und unseren Kunden dann zu beraten und zu sagen, Mensch, probier doch mal dieses oder jenes Thema. Um 13 Uhr nach dem Mittagessen gehen die meisten Leute, klar, sie müssen zum Arbeiten, aber wir sehen auch in dem Club, meinetwegen nachts um 3 Uhr, geht die Hälfte deiner Gäste,
weil es irgendwo anders vielleicht cool ist, überleg dir doch mal, ob du nicht nachts um 3 Uhr eine Happy Hour machen willst, um die Leute länger in deinem Club zu behalten, damit du mehr Umsatz machen kannst. In der Category Management, das ist das Thema, können wir unseren Kunden beraten, seine Sortimente zu optimieren. Dann gibt es vielleicht noch das Thema Predictive Orders. Wir wissen die Bestellhäufigkeit der Kunden, denn wir wissen, wie häufig kommen denn Gäste dorthin, in welcher Menge, welchen Einfluss hat das Wetter. Dann können wir einem Kunden vielleicht schon, bevor er die Bestellung macht und in seinen Kühlschrank reinschaut, schon sagen, also optimierter Bestellvorschlag für heute Abend. Wir glauben, dir fehlen 5 Flaschen Wein, eine Flasche Jackie und 2 Kisten Wasser. Und wenn der dann reinschaut und sagt, oh, okay, beim Wein waren sie eine Flasche zu viel und beim Jackie, naja, gut, okay, da könnte ich mir noch einen Tag damit weiterhelfen. Aber wenn er sieht, dass diese Analysemodelle dazu führen, dass wir ihm einen Bestellvorschlag machen und er muss nur noch sagen, danke, passt, und am nächsten Tag in der Früh stehen die Sachen da, dann denke ich, wäre das für uns schon auch ein Vorteil, den wir mit der Digitalisierung an unsere Kunden weitergeben. Dann kurz zu unseren Daten. Benz Weine, letztes Jahr. Wir haben ganz schön viele Daten erfasst. Jahresumsatz 16,7 Millionen Euro. Sie sehen hier mal ganz kurz, so sind unsere Kunden in Stuttgart aufgestellt. Das ist jetzt hier nur das Kerngebiet. Aber ich glaube, wir sind schon relativ dicht hier vertreten. Und das ermöglicht uns halt eben auch Daten zu erfassen von all diesen verschiedenen Kunden. Wir haben 8,4 Millionen Kilo, also 8.400 Tonnen Getränke ausgeliefert. Wir haben 2,1 Millionen Flaschen ausgeliefert oder 350.000 Kästen oder 6.300 Fässer. Also wir haben schon Bewegung in unserem Lager, und all das, jede einzelne Flasche, jedes einzelne Kilo, jeder einzelne Punkt hier ist für uns in puncto Digitalisierung ein Datenpunkt. Das gleiche gilt für unsere Distributionsleistung. Wir haben 20.000 Lieferstopps in 3.000 Touren über 1.350 Kunden mit knapp 4.000 Artikeln. Das heißt, wir können für jeden Artikel sagen, wann wurde er wohin gebracht, wie viele Kilometer sind wir dafür gefahren, wie viel Zeit haben wir dafür gebraucht, etc. pp. Das sind alles sehr, sehr viele Daten, die wir da generieren, die wir eben nutzen können, um unsere Kunden besser zu bedienen. Damit bin ich am Ende. Ich sage vielen Dank und auf Wiedersehen bei Deutschlands ältesten Startup. Vielen Dank.